Was erreicht man in die UFC 24 ohne FC Point Zack 123? Willkommen zurück zu einer weiteren RTG-Folge auf meinem Kanal, Freunde, und heute wird's wild. Wir werden heute einiges an Packs ballern. Das Ultimate Tots ist immer noch in vollem Gange und ich werde heute etwas machen, wovon die meisten von euch mir wahrscheinlich abraten würden und ich euch auch eher abraten würde. Aber heute gibt's ein kleines Special, es ist wahrscheinlich sogar im Titel des Videos. Nichtsdestotrotz, wir starten erstmal rein mit einem, doch schon relativ saftigen Pack-Opening, was hier die Objectives angeht. Denn ich habe den Ultimate Tots Cup gespielt. Da bekommt man auf jeden Fall echt sehr, sehr solide Packs, unter anderem auch ein 20x 83 Plus Pack, was sehr, sehr nice ist. Drei garantierte Tots Packs sind auch mal wieder am Start. Also da kann man eventuell mal wieder was rausholen. Und gerade zum Ultimate Tots muss man natürlich so viele Packs und Picks wie möglich ziehen für die Chance auf irgendwelche nicen Karten, weil da gibt es halt wirklich unfassbaren Stuff aktuell zu ziehen. Das ist unser Team, mit dem wir aktuell zocken. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ich bin weiterhin sehr, sehr zufrieden. Zambrotta, ich weiß noch nicht, ob ich der größte Fan von dem bin, aber aus Chemie passt er halt einfach sehr, sehr gut rein. Ansonsten ist gestern oder vorgestern von euch aus gesehen noch eine sehr, sehr nice Evo rausgekommen. Und zwar der Ultimate Tots Boost. Und ich habe da die ein oder andere sehr begehrte Karte im Verein. Zum Beispiel Dragusin. Der ist extinct auf dem Markt, weil du kannst ihn einfach auf diese 95er Karte hochspielen als Innenverteidiger mit 94 Tempo, 91 Def, 97 Physis. Das sieht sehr krass aus. Aber ich habe auch noch ein paar andere Karten, die da sehr, sehr gut reinpassen. Ich muss mir da wirklich mal überlegen, wen ich nehme. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da fühlen würdet. Dragusin ist halt ein weiterer Innenverteidiger und eigentlich bin ich da ganz in Ordnung aufgestellt. Aber ich lasse mich da gerne von euren Kommentaren inspirieren. Ich habe mir gestern mal so alle Karten hier angeschaut. Der Mann, der ist zum Beispiel auch crazy. 98 Tempo, 95 Schießen, dazu 5-Star Skills und 4-Star Weakfoot, 96 Physis. Sieht halt auch extrem gut aus und die Evo passt auch eigentlich eher auf einen offensiven Spieler, deswegen, ja, wäre wahrscheinlich Dragusin mit den Playstyles relativ lost, aber das können wir uns auf jeden Fall noch überlegen. Ich habe 44 Packs am Start zum Ultimate Tots, aber das ist natürlich nicht alles, was wir ziehen, denn natürlich habe ich mal wieder 50 Player Picks vorbereitet, denn heute, Freunde, ist es soweit, wir holen uns hier mal ein paar Ultimate Tots Karten über die Player Picks ab. Ich bin mal gespannt. Ich habe die ja wirklich in letzter Zeit immer abgeschlossen und man muss sagen, so im Vergleich zu den letzten Jahren, so geht es zumindest mir, sind die Player Picks, was die Ausbeute angeht, nicht mehr so stark wie die letzten Jahre, aber man kann hier und da definitiv lacken. Ich sehe immer wieder eure Insta-Nachrichten mit irgendwelchen heftigen Pulls aus Player Picks und so weiter und so fort oder auf Twitter und hier und da und hast du nicht gesehen, also es ist auf jeden Fall möglich, gar keine Frage, deswegen wir geben auf jeden Fall jetzt hier zum Start des Videos mit den Player Picks Vollgas, dann gehen wir rein in die Packs und dann gehen wir rein, ja, in das 750k-Pack aus dem Shop. Wir ziehen das natürlich mit Münzen. Ich habe das im Laufe der RTG, ich glaube, zweimal gemacht bisher. Einmal in der 100. RTG-Folge und einmal zum Team of the Year. Beide Male war es eher geht so erfolgreich. Deswegen, ja, ich habe da nicht das beste Gefühl. Ich habe mir dazu einige Packs angeschaut und ab und zu haben die wirklich gut gegönnt. So ist es nicht, aber sehr oft halt auch überhaupt nicht. Man muss aber auch dazu sagen, die Tots-Karten sind allgemein alle super teuer geworden. Ich glaube, die kosten alle mindestens 35.000 Münzen. Also im allerschlimmsten Fall würde ich, ja, weiß nicht, so um die 350 bis 400k Verlust machen, wenn ich jetzt nur Karten ziehe, die quasi, ja, lowest rated Preis sind, was die Tots-Karten angeht. Deswegen, ja, Freunde, ich habe jetzt wirklich seit Wochen extrem viele Münzen auf der Uhr und wir gehen ja sowieso die ganze Zeit nur auf Untrade-Packs. Deswegen dachte ich mir, kann ich als kleines Special heute mal so ein Shop-Pack mit Münzen ziehen und den Gamble einfach mal eingehen. Da kann man definitiv krasse Karten ziehen. Wir schauen uns das heute an und ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich es bereuen werde oder ob es gut wird. Aber jetzt ballern wir erstmal die Player Picks weiter durch. Es gibt so viele Karten aus dem Ultimate Tots, die ich unfassbar gerne hätte.
Also, da gibt es wirklich wenige, zu denen ich Nein sagen würde. Einige haben wir auch schon in der letzten Folge gezogen. Koulibaly, Debinha und Savio müsste es gewesen sein. Also, ja, das sind natürlich jetzt auch nicht die teuersten Karten gewesen, die wir gezogen haben. Aber, ja, ich denke, dass da noch einiges geht. Ansonsten habe ich mir auch super viele Reward-Videos angeschaut, weil mich das einfach immer brennend interessiert, wirklich. Ich bin wirklich FC24 bzw. FIFA-YouTuber durch und durch. Ich gucke mir auch echt ab und zu sehr, sehr gerne Videos an zu den Packs und so und bin dementsprechend relativ hyped, weil die allermeisten Leute lacken tatsächlich sehr krass aus den Weekend League Rewards und ich hoffe, dass es bei mir auch der Fall sein wird, dass ich zumindest eine halbwegs coole Karte bekomme. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da am Ende rauskommt. Also ich habe wirklich extrem selten nur gesehen, dass Leute aus beiden Player Picks die schlechtesten Karten bekommen haben. Da war eigentlich fast immer mindestens eine sehr, sehr nice Karte, über die ich mich persönlich auch freuen würde dabei. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall hyped. Wir gehen heute rein in die Weekend League, zocken die ersten 10 Games und dann lassen wir das Ganze mal auf uns zukommen. Das Coole ist ja auch, dass man diese extra Player Picks bekommt aus Bundesliga, Serie A, also aus allen Top-Ligen natürlich. Und dementsprechend hat man nicht nur die Chance beim Ultimate Tots zu lacken, sondern auch über die extra Player Picks. Was ich da teilweise gesehen habe, ist der Wahnsinn. Also manche Leute haben da unfassbar dann auch noch in diesen zusätzlichen Player-Picks gelackt. Das ist wirklich crazy gewesen. Ich bin gespannt, wie es läuft. Wir sind gleich durch mit den Player-Picks. Es gibt auf jeden Fall auch einige neue SBCs. Darunter, ich glaube, so ein 85-plus-Top-Ligen-Pack oder so. Das will ich natürlich auch auf jeden Fall ziehen. Und ja, wie gesagt, wir haben heute einiges vor in der Folge. Für den Tots hat es hier aus den Player Picks, wie es aussieht, natürlich mal wieder nicht gereicht, aber Futter haben wir auf jeden Fall ganz in Ordnung gezogen. Der ein oder andere Walkout war mit dabei und das ist der letzte Player Pick und im letzten Player Pick bekommen wir nochmal eine 82. Oh, und was ich vergessen habe zu sagen, den Rossellu habe ich noch vor dem Champions League Finale mitgenommen. Grüße gehen da raus an alle BVB-Fans, war auf jeden Fall ein super bitteres Spiel. Ich habe ja den Bino Gittens auch abgeschlossen. Dann dachte ich mir so, ja komm, nimmst du den Rossellu mal noch mit, weil der sieht schon echt unfassbar gut aus und den werde ich heute auch in der Weekend League mal zocken. So, es gibt auf jeden Fall ein paar neue Sachen, zum Beispiel auch das Premier League Team of the Season Upgrade. Weiß ich nicht, wie großer Fan ich davon bin, aber ja, ihr kennt mich, wahrscheinlich werde ich es auch abschließen. Aber mit den ganzen Duplikaten wird jetzt erstmal das 85 plus Top Ligen Dreifach Upgrade abgeschlossen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so mega cool ist. Gibt es überhaupt viele 85 plus Karten außerhalb der Top 5 Ligen? Gut, die ganzen Frauenkarten fallen da natürlich raus. Das muss man auf jeden Fall bedenken. Also ich check das auf jeden Fall mal ab, Freunde. So, wir gehen rein. 45 Packs. Die ganzen schlechten Packs werde ich jetzt natürlich erstmal wegziehen. Ansonsten, wenn ihr weiterhin Bock habt auf die RTG, vor allem zur Europameisterschaft. Nächste Woche ist es soweit. Beziehungsweise am Freitag sollte der EM-Content in FC24 losgehen. Das wird unfassbar nice. Ich freue mich sehr. Lasst dann auf jeden Fall zum Supporten einen Daumen nach oben. Auch hier heute da würde mich auf jeden Fall sehr freuen und unterstützen. Ey, 2x78 plus. Was passiert hier? Ja, okay. Alter Weirelt. Aber 2x78 plus? Das ist krass. Okay, Ultimate Tots am Start. Und der soll auch echt mega gut sein. Also der wird wahrscheinlich jetzt auch gar nichts mehr kosten. Aber der soll tatsächlich extrem stark sein. Ich meine, die Verteidigungsstats sind auch wirklich unfassbar gut. Der sieht knackig aus, aber ja. Er ist halt so häufig in den Packs zu ziehen, dass der komplett eingebrochen ist. Und das bringt mich gerade auf ein nächstes Thema. Ich habe nicht nur den Rossellu abgeschlossen ohne Aufnahme. Ich habe auch den guten Thiago Silva so gut wie fertig. Da fehlt jetzt auch nur noch die günstigste SBC. Das werden wir safe dann auch im Laufe des Videos abschließen. Weil auf den habe ich eigentlich auch echt unnormal Bock. Den würde ich auch sehr gerne mal testen in der WL heute. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, wie das chemietechnisch passt. Aber jetzt gehen wir hier erstmal weiter durch die ganzen Packs. Ich habe jetzt auch schon einige weggezogen. Hier sind noch so ein paar etwas schlechtere, aber ja, nicht mehr viele. Dann habe ich eigentlich nur noch die guten am Start. Und ich meine, aus dem 2x78 Plus gerade schon den ersten Ultimate Tots des Tages gezogen. Da geht heute was. Oh, Kimmich, auch gut. Aus einem 5x80 plus war das, glaube ich. So, jetzt sind alle Packs mehr oder weniger vielversprechend. Gehen wir mal rein. 2x83 plus.
7x84 Plus Packs habe ich auch noch zwei abgeschlossen am Freitagabend übrigens. Davon habe ich auch eins dann aus Versehen geöffnet, als ich die schlechten Packs wegziehen wollte. Da war allerdings überhaupt nichts drin, also kein Tots oder so, sonst hätte ich euch das noch nachträglich berichtet. Sandra Panios am Start. Ich ziehe jetzt hier gerade auch die ganze Zeit 83er Karten, weil ich gefühlt jede 83er Karte aktuell im Verein habe. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich die ein oder andere 83 heute discard. Weil, ja, man kann jetzt auch nicht für jede 83 im Juli noch ein Pack machen. Und damit geht's weiter. Was haben wir hier sonst noch? 2x84 plus. Komm schon, ich will die blauen Karten sehen. Das ist der nächste, Modric. Den habe ich eben auch ein paar Mal gezogen. Oh, Double Walkout sogar. Modric, mit dem machen wir wieder irgendwas. So, und zwar gehen wir rein mit dem Modric in die Premier League Tots SBC. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt jeden Tag diese Woche abends noch aus allen Top-Ligen jeden Tag ja, ein Pack kommen wird. Heißt Premier League am Samstagabend, Sonntagabend wahrscheinlich Bundesliga und so weiter und so fort. Wenn das Video raus ist, dann war schon Sonntagabend. Dann wisst ihr auch, was rausgekommen ist. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dann da auch noch mal ein Bundesliga-Pack rausgekommen ist. Und ich werde auch sehr wahrscheinlich alle Packs ziehen. Ihr kennt mich. Ich nehme diese Packs immer mit, aber man muss es auch einfach probieren. Man muss es probieren. Weiter geht's. Okay, das sind jetzt wirklich alles sehr nice Packs. Mit was machen wir weiter? 2x85 plus. Kein Tots, schade. Norwegen, ZOM, Ødegaard. Ja, okay. Warte mal, das war ein Double Walkout, ne? Ich habe aber sogar schon geskippt. Okay, Payor. Alles klar. Dann gehen wir direkt rein und machen das Premier League Tots Pack fertig. So, das Ding ist fertig. Ich muss jetzt nur Frankie de Jong kaufen, weil das Futter ist einfach schon wieder weg. Geht aktuell aber sehr, sehr schnell. Eigentlich hätte ich auch überlegt, die 289 plus Icon Picks nochmal mitzunehmen, weil die ja in letzter Zeit so unfassbar erfolgreich waren. Aber ja, muss ich mal mir gleich noch überlegen. Den Reus wollte ich eigentlich ursprünglich ja auch machen, aber die Stats von dem Mann sind jetzt nicht so viel besser als zur Tots Moments Karte, die ich gezogen habe. Deswegen werde ich das lassen. Das halte ich dann doch eher für ja, eine Verschwendung, gerade halt auf meinem RTG-Account. Sonst ist das natürlich eine überragende SPC für einen überragenden Spieler, aber nee, da sehe ich mich ehrlich gesagt eher nicht. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir ziehen die beiden 7x84 Plus Packs. Okay, kann doch nicht sein, dass wir aus einem 2x78 Plus einen Tots ziehen, aber aus allen anderen mal wieder nicht. 86er Saka und 86er Trent Alexander Arnold. Joa, weiter geht's. Nächstes 7x84 Plus. Wieder kein Tots, aber ich meine, es ist das Ultimate Tots. Es sind alles sehr teure und sehr gute Karten. Natürlich kannst du da auch nicht in jedem Pack einen Tots ziehen. Bernardo Silva und Endler. Wenigstens wieder ein paar Walkouts. Ja, ist okay. Viel mehr aber auch nicht. Weiter geht's. 20x83 plus. Wir gehen rein. Kein Tots. Ich habe ja auch aus meinem 20x85 plus keinen Tots gezogen. Also hätte es mich gewundert, hätte ich hier raus einen gezogen. Und da ist ein Walkout drin. 20x83 plus Packs sind es einfach nicht mehr. Shop wird aktualisiert. Jetzt haben wir hier 4 garantierte Tots Packs und das 3x85 plus Top-Ligen-Pack. Ich bin gespannt. Wir testen und der Test geht direkt nach hinten los. Es ist mal wieder Ødegaard. Okay, es sind immerhin 2, aber gut, man schließt dieses Pack halt wirklich nur ab, weil man eine Tots-Karte ziehen will. So, und bevor wir jetzt ja, das Futter wieder in irgendeine sinnlose SPC ballern, ballern wir sie lieber in Thiago Silva und holen uns die 95er-Karte, die wunderschön aussieht. 97 verteidigen. Was eine Karte dazu. Jockey Playstyle Plus heißt es, glaube ich. Der Waschbär auch noch dabei. Also, die Karte ist eine 10. Wirklich. Also gut, in der Luft wäre natürlich noch cool gewesen als Playstyle Plus bei 1,83, aber der wird auch so ganz in Ordnung sein, denke ich. 95 Sprungkraft, 91 Köpfen, der wird ganz okay sich spielen lassen, da bin ich mir relativ sicher. Und damit gehen wir rein in 4 garantierte Tots Packs. Ich bin gespannt, kann man auch immer gut als Futter gebrauchen. Ich habe ihn schon vermisst. Ich habe ihn schon vermisst. Scales, mein Bester. Willkommen zurück, wirklich. Ich werde diesen Mann nicht mehr los. Ich werde ihn nicht mehr los. Nächstes Trotz-Garantie-Pack. Man zieht ja auch immer Müll, oder? Immer. Ja, ist auch eine 90 oder so. Kann das sein? Oder ist es der 88er? Das wäre natürlich noch schlechter. Perfekt. Den habe ich gerade auch erst für eine SVC abgegeben. Da ist er wieder zurück. Und ja, dann gehen wir noch rein ins dritte. Da ziehen wir England ZM Dewsbury
Ball mit einer 90. Also es ist gefühlt unmöglich, aus diesen Packs was Gutes zu ziehen. Aber vielleicht ja aus dem Rami League Team of the Season Pack. Wir gehen rein. Damals hatte ich Estupinian drin. Es ist eine Moments. Digga, nein, 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 nein. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Cool. Nee, ich lerne aus meinen Fehlern. Auf gar keinen Fall. So, ich habe jetzt noch dreimal das 10x83 Plus Pack abgeschlossen mit den Tots, die ich gerade gezogen habe. Eigentlich ist es unnormal lost, hier Tots-Karten reinzustecken, aber wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, ich gebe heute alles, beziehungsweise die ganze Woche zum Ultimate Tots. Ich will irgendwie versuchen, die besten Karten diese Woche aus den Packs zu fischen. Bruno Fernandes, ein Walkout leider nur. Pack Nummer 2. Auch kein Tots. Portugal. ZM. Diesmal ist es Bernardo Silva. Double Walkout sogar. Dann ist es echt stabil. Okay. Bernardo und Oblak. Solide. Sagen wir es mal so. Es ist solide. Man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Und zumindest einen Icon-Pick werde ich heute abschließen. Einen machen wir. Warum? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise es gibt halt keine wirklichen SBCs, die ich gerade machen kann. Das kann doch mal wieder nicht sein, dass ich so viele Packs ziehe. Und dann ist es ausgerechnet ein 2x78 Plus Pack, wo ich einen Trotz ziehe. Es ist nicht der beste gewesen, aber es war ein Trotz. Letztes 10x83 Plus, auch kein Team of the Season. Deutschland, Stürmer, Pop. Okay, Double wäre cool. Okay, das ist in Ordnung. Pop und dann nochmal eine 88 Pluskarte Osimhen. Ja. Und Freunde, damit ist es soweit. Ich gehe rein ins Pack, was ich womöglich bereuen werde. Es ist ein kleines Special. Dadurch, dass ich in letzter Zeit so viele Coins hier angesammelt habe, wir gehen rein in das ultimative Tots Prisma Pack. 11 garantierte Tots Karten mit 92 oder höher. Junge, 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 man kann da so auseinandergenommen werden. Aber man kann halt auch lacken. Und das wäre krass. Es ist definitiv nicht worth it, es sei denn, du ziehst da eine der Top 5 Karten oder so. Aber ich will heute das Risiko eingehen, deswegen wir ziehen das Ding mit Coins. Lasst an der Stelle auf jeden Fall einen Daumen nach oben da zum Support, wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt. Wir gehen rein. Ich bin nervös. Ich habe Angst. Wir gehen rein. 750.000 Münzen. Okay. Es ist ein ganz... Ah, nee, okay, Kobel. Oh, nein, ich dachte, das ist Sommer. Oh nein, das ist so schlecht. Ich dachte, es ist Sommer. Dann wäre eine 95 schon am Start gewesen. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Wir schauen rein ins Pack. Da kann nichts drin sein. Oh mein Gott, das ist crazy. Oh mein Gott. Ja, Freunde, nehmt euch das Ding hier als Beispiel, dass ihr das Ganze nicht machen solltet. Ich bin das Risiko eingegangen. Hat sich's gelohnt? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Immerhin, ja, noch eine 95 hinten dran, aber das ist wirklich sehr, sehr bitter. Warte mal, Pajor, die, kostet die vielleicht was? Ich glaube aber auch nicht. 5-Star Skills, okay, die kostet über 150k. Die sieht von den Stats her eigentlich echt sehr solide aus. Das ist auf jeden Fall die beste Karte in dem Pack gewesen, aber alles in allem war das leider Müll. Und Freunde, ihr braucht mir nicht in die Kommentare schreiben, dass ich das nicht hätte machen sollen. Das war mir schon vor dem Pack fast bewusst, dass es sich sehr, sehr wahrscheinlich nicht lohnen wird. Aber ich hatte da einfach Bock drauf. Ich wollte es mal probieren und ja, ich habe die Rechnung dafür bekommen. Wenigstens haben wir jetzt einige Tots-Karten in nächster Zeit für SBCs. So, jetzt machen wir wenigstens noch den Icon-Pick fertig. Dann lacken wir halt im Icon-Pick. Easy. So, Pack ist fertig. Ich bin immer noch gebrochen. Von dem Pack, ich hätte es wissen müssen. Das Ding ist, ich glaube, es lohnt sich sogar mehr, das 650k Pack zu ziehen mit Münzen, weil da bekommt man wenigstens eine garantierte Ultimate Tots Karte und das hatte ich ja jetzt gerade nicht mal. Also, ja, danach ist man immer schlauer. So, jetzt gehen wir hier aber erstmal wieder rein in einen Icon Pick. Heute ein Stat Reveal und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Abfahrt. Spieler 1, 68 Physis, 94 Dribbling, Schmutz, Pires, ja, das ist nicht gut. Spieler Nummer 2. Spieler Nummer 3, wir gehen rein.
Oh Mann, Ezien Team of the Year Icon. Oh Mann, der könnte sogar noch ein bisschen was kosten, sage ich. Aber halt auch nur, weil der damals super selten gezogen wurde. 200k. Ja, abhaken. Wir haken das Ding ab. So, Freunde, bevor wir reingehen in die Weekend League, ist mir gerade noch eingefallen, hier, Squad Battle Rewards, die darf man natürlich auch nicht vergessen. Was ist es geworden? Gold 2 und da bekommt man natürlich auch wieder zwei rote Tots-Karten. Ich habe ja erst in der letzten Folge alle meine roten, schlechten Karten abgegeben, hat sich auch überhaupt nicht gelohnt. Aber ja, man muss es halt einfach immer mal wieder eingehen. Also du kannst halt auch nicht immer lacken und das erwarte ich überhaupt auch gar nicht. Dementsprechend sammeln wir jetzt einfach wieder neue 90 plus, beziehungsweise maximal 90er rote Tots-Karten. Dann können wir auch in der nächsten Zeit wieder so ein Upgrade rausballern. Und ja, 750.000 Coins sind jetzt weg, aber auch die werden wir früher oder später wieder zurückbekommen. Da bin ich mir auch ganz sicher. Und fast hätte ich es vergessen. Eine Sache darf natürlich auch heute nicht fehlen. Und zwar das Vorschau-Pack. Und während wir das ziehen, will ich noch ein großes Dankeschön rausballern. Mal an der Stelle an alle Leute auf TikTok. Weil da sehe ich immer wieder so TikToks von wegen markiert euren Lieblings-FIFA FC24 Creator. Und da werde ich jeden Tag mehrfach markiert von euch. Das freut mich immer riesig. Shoutouts gehen raus an alle Supporter. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Ihr seid die besten Freunde. Und dann ziehen wir jetzt hier die zwei Dinger. Das ist Buben Moi. Die habe ich schon 5000 Mal gezogen. Cool, da ist sie wieder zurück. Aber ja gut, man kann aus den Packs gar nichts Gutes ziehen, oder? Gibt es eine gute, übel heftige 90er Karte? Sag nicht, dass es die jetzt nochmal. Ja gut, dann lasse ich die jetzt da erstmal liegen. Dann lasse ich die da jetzt erstmal liegen, bevor ich jetzt wieder in irgendeine übel unnötige SBC reingehe. Rivals ist auch schon erledigt für diese Woche, by the way. Da war ich fleißig. Wir gehen jetzt rein in die wichtigste Weekend League des Jahres. Also mindestens 14 Siege ist das Ziel. 16 Siege wäre aber coins-technisch unfassbar nice. Also das wäre auch sehr wichtig. Und jetzt stellen wir erstmal unser Team um. Denn ich möchte Joselu spielen. Eventuell stellen wir dann wieder Vasquez rein. Müssen wir mal schauen. Lacazette geht heute raus, würde ich sagen. Oder machen wir Lewandowski raus. Wäre auch eine Option, den Mann rauszunehmen. Ja, ja, ich glaube, das machen wir so. Ich würde sagen, wir zocken das Team heute mal ganz anders. Und zwar Cancelo statt Davis. Wobei ich mir da auch eher unsicher bin. Man könnte es auch so machen, aber dann wäre die Chemie bestimmt auch nicht so nice. Nee, das sieht nicht gut aus. Ey, ich bin hier immer am Hin- und Her-Schieben der Spieler, aber irgendwie so richtig gefällt es mir nie. So richtig perfekt ist es einfach nicht. So. Ich habe mich jetzt für die Variante entschieden. So werden wir das jetzt einfach mal spielen. Ich bin eigentlich ein großer Lewandowski-Fan, aber ich habe das Gefühl, Joselu und Lewandowski sind so mehr oder weniger derselbe Spielertyp. Habe ich zumindest das Gefühl. Und deshalb, ja, werde ich es wahrscheinlich eher so machen. Ja, Lewandowski wäre aber auch cool, muss ich sagen. Ja, vielleicht mache ich es auch doch so. Oh mein Gott, ich bin sowas von lost. So, ich habe mich jetzt mal für das Team entschieden. So zocken wir es, so probieren wir es. Und natürlich bekommt der gute Joselu auch noch sein Chemistry-Style, und zwar Engine. Dann ist er auf jeden Fall nochmal ein bisschen beweglicher, weil es halt auch ein etwas größerer Spieler ist. Der spielt dann als ZOM im Mittelfeld. Muss ich mal gucken. Eventuell, wenn es nicht passt, kommt Lacazette rein. Und dann gehen wir rein in Spiel Nummer 1. 16 Siege ist das große Ziel. 14 Siege ist das Mindestziel. Das sieht direkt nicht schlecht aus. Also das sieht schon ganz ordentlich aus fürs erste Spiel des Tages. Starker Pass. Lewandowski. Lewandowski 1:0. Wichtig. Oh ja. Joselu, boah Junge, der Abschluss ist krass. Der Abschluss sieht sehr gut aus. Und da ist der Quitt. Okay, das ging doch schneller als erwartet. Gegner quitteten ein paar Minuten später nach dem 2-0. Okay, wir stehen 1:0. Nach den ersten 10 Spielen würde ich gerne mindestens 8:2 stehen. Das ist zumindest mein Ziel für heute. Vamos, Spiel Nummer 2. Thiago Silva habe ich ja komplett vergessen. Und was ist das für ein Team, Junge? Was sind da schon wieder für Spieler drin? Ja, perfekt. Den Thiago Silva, den wollte ich ja noch versuchen einzubauen. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder absolut unmöglich, sage ich euch. Ja, was macht der Gegner da? War das Absicht? Ich glaube fast schon, ehrlich gesagt. Aber irgendwie hat er auch am Anfang richtig gespielt. Keine Ahnung.
Egal, nehme ich. 1-0, Quid, perfekt. So, ich habe das Team nochmal umgestellt und Thiago Silva eingebaut und es ist jetzt sogar volle Chemie. Problem ist, was heißt Problem? Ich bin ein sehr großer Vidic-Fan. Irene Paredes will ich jetzt erstmal nicht raushauen natürlich. Das wollt ihr natürlich da draußen auch alle, dass die erstmal bleibt. Deswegen, ja, schauen wir mal, ob Thiago Silva besser ist als Vidic. Vidic ist da hinten halt wirklich immer der Fels in der Brandung mit 1,90, richtig stark unterwegs. Ich bin skeptisch, aber wir checken das mal ab. Es sind halt jetzt zwei eher kleine Innenverteidiger, die ich am Start habe. Weiter geht's. Spiel Nummer 3. Ich glaube, ich habe gerade vergessen, Thiago Silva noch einen Cam-Style zu geben. Das sollte ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Aber ja, es ist ein Klassiker bei mir mit neuen Spielern, dass ich da Chemistry-Styles vergesse. Oh ja. Let's go. Wer steht denn da? Robert Lewandowski stoppt ab zum 1-0. Ja, das sieht auch gut aus. Rossellu auf Lewandowski. Na, die zwei gefallen mir bis jetzt im Zusammenspiel ziemlich gut, muss ich sagen. Lewandowski rübergelegt auf Rossellu. Die zwei wirklich. Goal Scoring Machines. Wir stehen 3-0 nach einem 3-0 Rage Quit. Da ist er. Weiter geht's. Spiel Nummer 4. Die ersten drei waren sehr, sehr entspannt. Aber das wird sich auch sehr schnell wahrscheinlich ändern. Ja, schön gespielt. Fekir zum 1-0. Sauber. Ja, Fekir. Fekir, bester Mann, wirklich. Ich werde ihn relativ safe auch noch auf eine 96 hochspielen. Ich will aber erstmal noch warten, bis ich mit den Ultimate Tots Rewards durch bin. Falls ich da vielleicht noch eine coole 95er Karte ziehe, die ich pushen kann, würde ich mir das dann bei der Karte überlegen. Aber wahrscheinlich wird es Fekir. Der Typ ist crazy. Weiter geht's. Spiel Nummer 5. Wir kommen gerade sehr gut und sehr schnell durch. Aber das sieht auch sehr gefährlich aus. Da sind auch wieder extrem starke Karten drin. Komm schon. Ich habe zum ganzen Trotz eigentlich echt immer sehr solide Weekend Leagues gespielt. Ich glaube, nur einmal nur 14 geholt. Das muss jetzt diese Woche auch wieder klappen, dass wir mindestens 14 holen. Im besten Fall 16, wie in den anderen Wochen. Oh, da ist aber ganz viel Platz für Fekir. Digga, das ist auch ein Elfmeter. Boah, Rossellu. Wahnsinnig guter Spieler. Wahnsinnig gute Karte. Boah, war das nice gespielt. Rossellu in der Luft köpft ein zum 2-0. Und der Gegner quittet in der Halbzeit. Mal wieder einer von denen. Sehr nice. Okay. Ja, ich glaube so um die 30 Minuten nicht mal habe ich gebraucht für 5 Games. Das ist auf jeden Fall sehr entspannt bis jetzt. Bis jetzt. Spiel Nummer 6. Okay. Es hat auch wirklich jeder auf einmal Bissek. Und warum hat jetzt auch jeder Griezmann? Der ist auch übel gut. Wo kommen diese ganzen mega starken Karten her bei den Gegnern? Oh, da ist es passiert. 50. Minute, 1-0 für den Gegner. Ist der erste richtig starke, aber ja, der ist dann nicht direkt stark, sondern halt auch wirklich übertrieben stark. Also das wird sehr, sehr schwierig. Weiter geht's. Komm, Junge. Bruder, Junge. Ich kann das nicht. Schneid mal das ganze Ding rein. Das war ja wirklich insane. Fekir und wir führen. Ah, das kann nicht sein. 84. Minute. Der Gegner ist übel stark, hat aber null Torchancen, macht wieder aus seinen beiden Schüssen die Treffer. Es ist wirklich der typische FC24-Gegner, die mir so unglaublich auf die Nerven gehen aktuell. Immer 60+% Ballbesitz, 2000 Seitenwechsel die Minute, es ist immer das Gleiche. Digga, wirklich, Tschech, du bist so schlecht, Mann. Und da ist es wahrscheinlich jetzt durch. Ja, 4-2, komplett unverdient. Ich sag hier in meinen Videos auch, wenn die Gegner verdient gewinnen. Aber das ist wirklich mal wieder so lächerlich. Weiter geht's. Von dieser Niederlage lassen wir uns nicht stoppen. Wieder Bissek. Der ist so gut, wirklich. Das ist der Wahnsinn. Ja, Rossellu, 1-0, wir sind wieder da. Na, wirklich, ich habe nicht mal was gedrückt. Ihr wollt mir sagen, Irene ballert hier den Osimhen einfach so um, ohne dass ich was mache? Nee. Let's go, wir halten, wichtig.
Ja, sauber. Rosselu kämpft sich da irgendwie vorne durch. War natürlich auch nicht so gut gespielt vom Gegner und macht das 2-0. Und da kann ich den Quit dann auch auf jeden Fall nachvollziehen. Wir stehen 6-1, komm schon. Mindestziel von 8-2 habe ich gesagt, das will ich irgendwie hinbekommen. Drei noch. Wojciech Szczęsny. Okay, Reus. Ach, Bruder, was ist das denn? Okay, das wird ekelhaft. Fekir bedeutet auch automatisch, der Mann kann was. Der wird definitiv zocken können. Starker Pass auf Robert Lewandowski. Mehr Glück kann man nicht haben als bei dem Abpraller. Ah, 1-1. Bislang habe ich den Gegner ganz gut im Griff. Also ich mache mir da erstmal noch keine Sorgen, dass es ja jetzt hier komplett nach hinten losgeht. Ich habe das Gefühl, ich pack den. Starker Pass. Palmer. Macht er sehr gut. 2-1, wir führen wieder. Na, das kann nicht sein. 2-2. Rosselu macht das 3-2. Komm schon. Bruder, es ist so krass heute. Es ist die Ultimate Torts Weekend League, ich weiß. Aber das ist Wahnsinn. Und da liegen wir zurück. Let's... Digga, das ist ein Skandal, Bruder. Was? Ich hab sofort geschossen. Junge, das... Wow. Wow. Digga, es ist so abartig, was hier passiert. Das ist so ein schlechter Witz. Komm, jetzt mach ihn rein, wirklich. Ich bin gerade innerlich, ich kann es nicht in Worte fassen, wirklich. Und ich kassiere es. Ich kassiere den Kickoff. Das ist so witzig. Freunde, so sauer war ich das komplette Jahr noch nicht. Ich lasse mir dich anmerken, aber das ist wirklich der Wahnsinn, was dieses Spiel manchmal mit dir macht, wirklich. Also, ich lasse es mir dich anmerken, aber das war das lächerlichste Spiel seit Ewigkeiten. Allein diese eine Chance, wirklich. Ausgeglichene Schüsse und so, aber... Nein. So, zwei Spiele habe ich noch. Schauen wir mal. Wenn ich die gewinne, alles okay. Wenn nicht, dann wird es halt extrem schwierig in der nächsten Folge. 1-0 für den Gegner. Let's go, 1-1. Gegner führt wieder. Natürlich hält heute Tschech auch gar nichts. Wirklich nichts. Freunde, ich lass los, wirklich. Diese Weekend League wird eine absolute Katastrophe. Ich bin gebrochen. Let's go. Anschluss Mbappé. Vielleicht geht noch was. Und wieder spielt der Gegner 10 Minuten lang hinten rum. Wir gehen rein. Letztes Spiel des Tages. Auch nochmal ein schönes Team. Pelé 97. Da hatte einer Packluck. Wir gehen rein. Wenn ich das nicht gewinne, dann kann ich komplett loslassen, was sogar 14 Siege angeht. Also dann ist wirklich Ende. Ja, Fekir 1-0. Rosselu 2-0. Ja, ist klar. Ach, wirklich. Und dann spielt man wieder gegen so einen. Alles gut. Wir stehen am Ende des Tages 7-3 nach den ersten 10 Spielen. Was jetzt nicht perfekt ist, aber es wäre natürlich auch noch schlechter gegangen. 7-3 ist wirklich alles andere als gut. Als Ausgangslage für die 16 Siege. Davon habe ich mich eigentlich schon verabschiedet, aber man kann nie wissen. Letzte Woche habe ich aus einem 10-6 dann auch noch ein 16-6 gemacht. Deswegen, wir lassen das Ganze auf uns zukommen. Hier ist noch nichts verloren, Freunde. 14 Siege, ich werde alles dafür tun. 14 wäre schon wichtig für die 4 roten Player-Picks in dem Pick, weil da sind die Chancen auf gute Spieler natürlich dann doch nochmal deutlich größer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Morgen sehen wir uns zu einem Account-Battle wieder. Das wird ein richtig nices Spezial. Macht es dann gut, haut rein und ciao.